Das nächste WoW-Add-on bringt Spielerschiffe. Das Wii U-exklusive Devil's Third ist gar nicht mehr Wii U-exklusiv. Und Stack 13 arbeitet an einem Sci-Fi-Rollenspiel. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier. Und nachdem gestern die nahe Kameraperspektive nicht so gut ankam, gibt's die News heute noch näher. Wir fangen an mit einer Nachreichung zur Sendung von gestern. Da hatten wir darüber berichtet, dass Capcom seine Pläne für die DLCs zu Street Fighter 5 offengelegt hat. Und dabei haben wir aber eine Sache unterschlagen. Wir haben nämlich berichtet, dass alle DLCs kostenlos erspielbar sein werden. Das stimmt so nicht. Alle Gameplay-relevanten DLCs werden kostenlos erspielbar sein. Für Kosmetik-Items, also zum Beispiel neue Kämpfer-Skins, wird man also weiterhin bezahlen müssen. Da das jetzt erledigt ist, können wir jetzt zur ersten Meldung von heute kommen. Nämlich, dass es erste Infos zur neuen World of Warcraft-Erweiterung gibt. Die sind aber nicht von offizieller Stelle, sondern von einem Plappermaul, das die im 4chan-Forum gepostet hatten. Das ist witzigerweise die gleiche Petze, die damals schon das Add-on Warlords of Draenor verplappert hat, bevor es offiziell angekündigt worden ist. Laut der Quelle heißt das neue Add-on The Dark Prophet und soll als neue Hauptfeinde Ashara und Zul einführen. Moment, Zul? Er hier? Nein, nicht ganz. In der World of Warcraft-Welt ist Zul ein mysteriöser Trollprophet und damit vermutlich auch der namensgebende Dark Prophet. In der Erweiterung wird das Level-Maximum wenig überraschend auf 110 angehoben. Außerdem sollen die Naga als Hauptfeinde kommen. Der Story-Fokus liegt dann bei den Nachtelfen auf Allianz-Seite und den Trollen auf Horde-Seite. Größte Neuerung im Add-on wird sein, dass die Spieler ein eigenes Spielerschiff bekommen und damit zwischen den einzelnen Inseln der Erweiterung umherschippern können. Es soll nämlich 8 neue Gebiete in der Erweiterung geben. Und dann gibt es auch noch eine neue Charakterklasse, den sogenannten Shadowstalker. Der setzt auf Fernkampf mit Bogen, Armbrust und Schusswaffen. Außerdem werden diese Angriffe mit magischen Attributen noch verstärkt. Wie sicher all diese Informationen sind, ist momentan noch unklar. Auf offizielle Meldungen warten wir also bis auf Weiteres. Beschwerde? Guten Tag, ich habe gehört, dass es hier eine Beschwerde gibt. Ich bin Kundenbetreuer und hör mir Ihr Feedback gerne an. Die unendliche Entwicklungsgeschichte von Devil's Third wird um ein weiteres Kapitel verlängert. Jetzt gibt es nämlich die Ankündigung, dass das Wii U-exklusive Actionspiel vom Dead or Alive-Erfinder Tomonobu Itagaki gar nicht mehr Wii U-exklusiv sein wird, sondern auch der Multiplayer-Teil für den PC erscheinen wird und das als Free-to-Play-Spiel. Außerdem kam von Nintendo die Ankündigung, dass die Wii U-Version in Nordamerika abermals verschoben wird und jetzt nicht mehr im August, sondern erst im vierten Quartal, also Ende des Jahres 2015, erscheinen soll. Für Deutschland ist unklar, ob diese Verschiebung auch gilt. Auf der offiziellen Händlerseite und auf dem Nintendo-Presseserver steht noch der 28. August als Release-Termin. Wir haben bei Nintendo angefragt, ob das noch im August rauskommt, bisher aber keine Antwort bekommen. Deck 13, der Entwickler von zahlreichen Adventures und zuletzt dem Action-Rollenspiel Lords of the Fallen, arbeitet an einem neuen Rollenspiel. Das hat diesmal aber eindeutig Sci-Fi-Einschlag. Hinweis darauf ist ein erstes Teaserbild. Das zeigt den Hinterkopf bzw. Nacken eines Mannes und da sind allerhand futuristische Anschlüsse und futuristische Rüstungsteile zu sehen. Wie das Spiel heißen wird, ist noch unklar. Fest steht nur, dass es über den Publisher Focus Home Interactive vertrieben wird und dann offiziell auf der Gamescom angekündigt werden soll. Deck 13 hatte ja bei Lords of the Fallen mit City Interactive zusammengearbeitet und obwohl sich Lords of the Fallen gut verkauft hat und auch mehrfach ausgezeichnet worden ist, will City Interactive in Zukunft nichts mehr mit Deck 13 zu tun haben und entwickelt Lords of the Fallen 2 deshalb mit einem neuen Team. Lay waste to their domain and drive them back to eternal damnation. Und auch obwohl diese News-Sendung vielfach ausgezeichnet worden ist und auch gut läuft, machen wir für heute Schluss. Morgen gibt es dann mit dem gleichen Typen die nächste Sendung. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, weiterspielen.